Hallo und willkommen zu diesem Capstone-Video. Wir wollen diesen Bruchterm so weit wie möglich kürzen. Dazu müssen wir wissen, dass man immer nur gemeinsame Faktoren, also Faktoren, die sowohl im Zähler als auch im Nenner eines Bruches vorkommen, kürzen können. Dazu schreibe ich in einem ersten Schritt alle vorkommenden Faktoren langsam auf, die im Zähler vorkommen und auch die, die im Nenner vorkommen. Die Zahl 6, den Faktor 6, kann ich zerlegen in die beiden Faktoren 2 mal 3. X hoch 4 bedeutet ja nichts anderes als x mal x mal x mal x. Und dann gibt es noch die beiden Faktoren y und z im Zähler. Im Nenner gehe ich genau gleich vor. 21 zerlege ich in die beiden Faktoren 3 mal 7. X hoch 3 bedeutet nichts anderes als x mal x mal x. Genauso wie y hoch 3 nichts anderes ist als y mal y mal y. Und dann gibt es noch den Faktor z im Nenner. Nun kann ich alle gemeinsamen Faktoren kürzen. Das bedeutet, ich dividiere sowohl im Zähler als auch im Nenner durch diesen Faktor durch. Zum Beispiel kann ich z dividieren, sowohl im Zähler als auch im Nenner. Und z dividiert durch z ergibt dann jedes Mal 1. Also dieses Durchstreichen bedeutet nicht, dass ich die Faktoren z abziehe und ich 0 erhalte, sondern z dividiert durch z ergibt 1. Übrigen Einser schreibt man normalerweise nicht an. Y kann ich genauso kürzen. Einen Faktor y gibt es im Zähler. Im Nenner bleiben also zwei Faktoren y stehen. Bei den Faktoren x kann ich drei gemeinsame kürzen im Zähler und im Nenner. Genauso den Faktor 3, der lässt sich ebenfalls im Zähler und im Nenner kürzen. Also erhalten wir als Ergebnis 2 mal x, das sind die einzigen Faktoren, die im Zähler übrig sind, dividiert durch 7 mal y, das sind die einzigen Faktoren, die im Nenner übrig sind, y mal y oder wieder y². Ein kürzerer Weg, um diesen langen Zwischenschritt auszulassen, ist natürlich auch möglich, und zwar indem ich gleich bei dem gegebenen Term beginne zu kürzen, und zwar, dass ich weiß, ich habe hier vier Faktoren, ich habe hier drei Faktoren, also es bleibt ein Faktor x über, x hoch 1. Auch hier, das ist ja ein Faktor y, das sind drei Faktoren y, also bleibt mir im Nenner genau 2 Faktoren y übrig. Z kann ich ebenfalls kürzen. 6 dividiert durch 3 ergibt 2. 21 dividiert durch 3 ergibt 7. Und wir sehen, wir gelangen zum selben Ergebnis. 2 mal x im Zähler, 7 mal y hoch 2 im Nenner. Somit haben wir den Bruchterm vollständig gekürzt. Und das Beispiel ist richtig gelöst.